Eine Frage, die man als Studierender, Studierende immer wieder gestellt bekommt. Was machst du eigentlich mit deinem Studium? Oder was machst du nach deinem Studium? Wie reagiert er auf diese Frage, beziehungsweise welche Antwort gibt dir? Das stimmt, also die Frage wird durchaus öfter gestellt. Ich muss dann immer enttäuschen, dass ich auf diese Frage eigentlich keine klare Antwort geben kann. Ich persönlich zumindest. Ich denke mir dann immer, ja, ich kann doch nicht in die Zukunft schauen. Ich finde es auch daher durchaus legitim, sich diese Frage ein bisschen offen zu halten. Gleichzeitig aber ist es dann auch auf der anderen Seite wichtig, so ein bisschen auch an die Zeit nach dem Studium zu denken und so ungefähr einen groben Plan zu haben, was man danach machen möchte. Was ich mir dann dabei denke, ist, dass ich ungern in die Situation kommen möchte, dass ich mit dem Studium fertig bin, aber nicht weiß, wie es weitergeht. Aber trotzdem eine klare Antwort auf diese Frage gibt es meiner Meinung nach nicht. Man kann nicht irgendwie davon ausgehen, wie es nach dem Studium konkret weitergeht. Natürlich einen groben Plan zu haben ist nicht schlecht. Aber eine klare Antwort auf die Frage gibt es meiner Meinung nach auch nicht. Ich glaube, nirgendwo wird die Frage so vorwurfsvoll gestellt, als wenn man Philosophie studiert. Also die Fragen, die ich da von allen Verwandten gekriegt habe, von wegen Philosophie, was macht man denn damit? Ich muss sagen, ich habe da auch noch keine so konkrete Antwort mit Option A, B und C. Sondern meine Antwort ist meistens in die Richtung, ich mache das, was mich interessiert, ich habe voll Spaß daran, ich habe unglaubliches Interesse und Motivation, an dem Studium weiterzukommen. Ich werde meinen PhD danach machen und wenn ich jetzt Zeit darauf verwende, irgendwie vorzuplanen, wo ich mich dann vielleicht irgendwie in 5 Jahren oder so bewerbe, dann ist das höchstwahrscheinlich verlorene Zeit, weil in dieser Zeit kann sich so viel ändern. Es können irgendwelche Optionen auf einmal offen werden, irgendwelche Angebote kommen, vielleicht verschlägt es mich wo ganz anders hin. Also jetzt schon irgendwie einen 10-Jahresplan zu erstellen, ist meiner Meinung nach einfach fehl am Platz. Ich weiß, was ich machen will, also ich will in dem Feld bleiben und was sich dann daraus ergibt, das ist was die Zukunft bringt und da muss ich nicht jetzt schon wissen, wie genau das aussieht. Und damit bin ich auch selbst zufrieden. Ich glaube, was du sagst, Marlene, macht auch total Sinn. Und also ich bin in der Situation, wo ich eben nicht weiß, wie meine Zukunft ausschauen wird. Und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, ich gestehe mir das auch selbst ein, dass ich nicht weiß, wie es bei mir in der Zukunft ausschauen wird. Aber ich glaube, es ist gut, sich zu informieren. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, das zu tun. Also ob das jetzt StudienkollegInnen sind oder Lehrpersonen, die man ansprechen kann, die vielleicht wissen, wo man da gute Anwendung für das Studium findet oder vielleicht den Alumni-Verband der Uni Wien. Also da kann man sich viel Motivation holen, sich da auch vielleicht zu bewerben oder Firmen zu finden, die einem vielleicht passen oder vielleicht auch eine PhD-Position. Also das, was die Franzis jetzt gesagt hat, das finde ich so voll wichtig. Weil bei mir ist so, also ich studiere auch Philosophie und das ist, also die Frage ist, wie reagieren Sie auf diese Frage? Und die Antwort ist irgendwie so, je nachdem, wie vorwurfsvoll sie gestellt wird. Es gibt so, auf der einen Seite gibt es so, aha, und was machst du dann? Und auf der anderen Seite gibt es, und was machst du dann mit dem? Und die zweite Frage ist leider die, was öfter kommt und auf die eher negativ reagiert. Das hilft mir so ein bisschen an. Mich hat einmal, true story, ich habe jetzt gerade wissenschaftliches Arbeiten in meinem Philosophiestudium und bin wirklich ausgelacht worden. Weil die Frage dann käme, was hat Philosophie mit wissenschaftlichen Arbeit zu tun? Also mit solchen Orten von Vorwürfen müssen wir umgehen. Aber bei mir ist die Antwort recht ähnlich. Ich weiß, ich möchte einen Master machen, ich weiß, ich möchte meinen PhD machen. Ich weiß noch nicht, wo ich meinen PhD mache. Ich bin mir relativ sicher, dass ich meinen Master an der Uni Wien mache. Ich weiß noch nicht, wo der PhD dann sein wird. Und ich weiß, dass mein Plan A auf jeden Fall wäre, auf der Uni zu bleiben und irgendwie es zu schaffen, dass ich auf der Uni unterrichten kann. Und jetzt kommt irgendwie das, was die Franzis gesagt hat, weil ich wüsste einfach nicht, was ich dafür tun soll, ohne den Austausch mit ganz vielen anderen Studenten. Also ich weiß nur deswegen, dass es ist klug, sich vielleicht um ein interessantes Betreuungsverhältnis zu schauen in seinem Master. Es ist vielleicht klug, sich so ein bisschen zu informieren, welche der
Forscherinnen und Forscher sind in welcher Unis unterwegs. Weil du möchtest irgendwann mal vielleicht ein PhD über die Personen machen. Welche Unis dann so prinzipiell interessant für dich? Es ist vielleicht nicht uninteressant, auf viele Konferenzen zu gehen. Es ist vielleicht nicht uninteressant, es gibt so Graduate- und Undergraduate-Conferences, wo du deine eigenen Sachen einreichen kannst. Es ist vielleicht nicht blöd, wenn du einfach Sachen einreichst, damit du irgendwie Expertise in dem kriegst, wenn man mit solchen Sachen umgeht und das halt auch in deinem Lebenslauf steht und all solche Sachen. Also es ist so, ich glaube, hätte mir nicht so viel mit anderen, mit KommilitonInnen ausgetauscht, dann hätte ich jetzt einfach nicht, also keinerlei Wissen darüber, was es eigentlich alles für Zwischensteps bis zu dem großen Step gibt, der PhD heißt und was bis dahin eigentlich alles vielleicht im besten Fall machen soll. Also ich finde, sowas ist extrem wichtig. Ich kann auch nur bestätigen, vielleicht weniger als bei der Philosophie, aber mir wird halt auch oft die Frage gestellt, okay, was willst du danach machen eigentlich? Aber ich denke mal, Kultur- und Sozialanthropologie ist vielleicht etwas weniger bekannt als das Fach Philosophie. Also kommt natürlich auch oft die Frage, was ist das eigentlich? Aber da muss ich auch irgendwie immer was erzählen. Und ich stelle auch fest, die Antwort fällt jedes Mal auch anders aus. Vielleicht sollte ich mir mal wirklich aufschreiben, was ich jedes Mal beantworte. Aber also jetzt so, je näher ich dem Ende vom Master bin, desto öfter wird auch die Frage gestellt. So, wenn ich dann jetzt anfange zu erzählen, ja, ich schreibe gerade, also ich arbeite gerade in meiner Masterarbeit, dann kommen wirklich immer öfter die Fragen, so, ja, was willst du eigentlich danach machen? Und es ist halt immer so, ich habe irgendwie so einen kurzfristigen Plan und einen langfristigen Plan, aber der langfristige Plan ist eigentlich jetzt auch noch nicht sehr konkret. Also ich hätte auch längerfristig eher vor, im akademischen oder im Forschungsbereich zu arbeiten. Aber um ganz ehrlich zu sein, also das heißt natürlich dementsprechend auch eine Doktorarbeit zu schreiben, darauf hätte ich schon Lust, aber ich würde gerne davor ein bisschen mehr praktische Erfahrung sammeln im außeruniversitären Bereich und erstmal ja das vielleicht, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre machen und danach zurück auf die Uni. Ich weiß, es ist nicht die ideale Laufbahn, es ist nicht die Laufbahn, also es ist nicht so, wie man das sich vorstellt, aber ich spüre jetzt auf jeden Fall das Bedürfnis nach vielen Jahren Studium. Das hat mir auch wirklich einen großen Spaß zubereitet, aber jetzt spüre ich auch das Bedürfnis, ein bisschen woanders auch Erfahrung sammeln zu können und genau, also, aber ja, die Frage wird oft gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich denke auch eigentlich eher gern darüber nach und ich spüre eigentlich auch keinen großen Druck irgendwie so. Also ich spüre diese Frage nicht als großen Druck oder sowas und ich persönlich dann auch nicht. Also, zurzeit jedenfalls. Mal schauen, wie es in ein paar Jahren ist.